Hallo zusammen. Ich laufe so oft in Stuttgart rum und mache Videos von verschiedenen Plätzen. Und heute ist der erste richtig schöne warme Tag und ich bin mal die Berge hochgelaufen, also die den Stuttgarter Talkessel quasi einkesseln. Und da ist ja überall Wohngebiet. Und die Stadtteile, die muss man zu Fuß erkunden und die kennt man überhaupt nicht. Und erst da lernt man Stuttgart richtig kennen und es ist Wahnsinn. Also wirklich, ich wohne jetzt hier 2 Jahre, aber das, was man teilweise hier noch sieht, wenn man sich mal aufmacht, wirklich die Steffele hochzulaufen, die Berge hoch und quasi durch diese Höhenlagen zu wandern quasi, das ist der Wahnsinn. Also ich schneide mal ein paar Eindrücke noch mit rein in das Video, aber für jeden, der mal sich überlegt hat oder der nicht weiß, in welche Stadt er mal gehen soll oder denkt, dass Stuttgart langweilig sei, und nichts Besonderes. Also so eine Stadt mit diesen Höhenlagen, gerade die Geografie macht Stuttgart so interessant. Da kann eine flache Stadt noch so schön bebaut sein. Dieses Flair kriegt so eine Stadt nicht hin, die einfach flach ist. Also das ist echt Wahnsinn, wie Stuttgart hier in die Berge reingebaut ist und wie idyllisch das ist und wie schnell man von der Stadt oben ist auf dem Dörflichen und dann runterschaut über die komplette Stadt und so weiter. Also ist wirklich super, super schön. Also als Tipp, wenn mal schönes Wetter ist, nach Stuttgart gehen. Und dann wirklich Handy-Navi einpacken oder Google Maps Handy aufladen, dass man auch wieder irgendwie zurückfindet. Einfach loslaufen in die Höhenlagen rein. Und dann mal schauen, wie es einem gefällt.
wird Sommer. Und sowas habe ich in Deutschland auch noch nie gesehen irgendwie. Klasse. Nochmal, um meine Route darzulegen, die ich jetzt gelaufen bin. Ich bin gegenüber von der Landesbank Baden-Württemberg in der Innenstadt Richtung Berg hoch, die Steffle hoch. Und wenn man die Steffle hochgestiegen ist, dann ist man auf der Birkenwaldstraße. Und diese Birkenwaldstraße kann man quasi komplett entlang laufen bis zum Killesberg. Und da sieht man Wahnsinnssachen. Nicht nur, dass man da Wahnsinns-Landschafts- quasi Blicke genießen kann über die ganze Stadt und über die ganzen Berge um Stuttgart herum. Im Fernsehturm kann man super anschauen. Nee, es sind auch die Weinberge und die ganzen Gebäude dort. Wie schön die in den Berg gebaut sind und wie die Leute sich da eingerichtet haben mit so Terrassen mitten quasi im Hang. Also es ist echt Wahnsinn. Und das gerade mal ein paar Höhenmeter von der Stadt entfernt, quasi direkt bei der Stadt. Und ich rede jetzt nicht von diesen ganzen bekannten und berühmten Sehenswürdigkeiten Stuttgarts, wie zum Beispiel Rosensteinpark, Schlossgarten, Wilhelma und Killesberg, die man in jedem Touristenführer kennt, sondern einfach von dem einfach mal loslaufen, hochlaufen, die Berge hochlaufen und dann durch die Wohngebiete laufen, an diesen Straßen entlang, die direkt, wo dann direkt die Weinberge abfallen. Und man kommt auch am Chinesischen Garten vorbei. Das ist auch ein wunderschön angelegter Garten, der direkt am Hang liegt. Man kann ganz Stuttgart überblicken. Und da habe ich heute sogar Zauneidechsen gesehen, bei dem Wetter. Also wirklich Wahnsinn. Das habe ich noch nie in Stuttgart gesehen. Und im Chinesischen Garten waren da welche. Und diesen habe ich auch nur zufällig entdeckt. Das ist ein ganz kleines Gärtchen, was am Hang gebaut ist, wo man rein kann und wo man sich dann hinsetzen kann und die Sonne genießen kann. Das ist wirklich wunderbar. Also es ist eine Empfehlung wert, da die Birkenwaldstraße mal entlang zu laufen. Und mal die abgelegeneren Gebiete von Stuttgart zu erkunden. So, jetzt geht's wieder Richtung Heimat, Richtung nach Hause. Und ich bin hier gerade im Wagenburgpark, soweit ich weiß. Bis zum nächsten Video. Ciao.